Wir haben hier jemanden eingeladen, der niemand geringeres als, glaube ich, der Starkoch dieses Landes. Und Sternekoch ist er auch noch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er ist auch noch Buchautor. Er hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Der große Lafer. Und jetzt kommt er rein in Körpergröße, der große Lafer. Hier ist Johann Lafer, der Mann, mit dem wir heute kochen werden. Willkommen in die gute Küche. Ja. Da, so. Muss ich jetzt erstmal fragen, ne? Der große Lafer. Gibt es auch den kleinen Lafer? Gibt es auch, ja. Wirklich? Ja. Und was ist das? Ist das einfach nur die Größe anders oder was steht da drin? Der kleine Lafer gibt es für Menschen, die noch besser kochen können. Ach so, okay. Ach, das ist im Sinne von, das ist die Basis. Ja. Und wenn ich den kleinen Lafer bedienen kann, dann habe ich die Basis schon drauf. Ja, genau so. Ah, sehr gut. Okay, alles klar. Also hier gibt es jetzt zum Beispiel, also Sie machen so verrückte Sachen wie Gulasch hier. Ja. So, nee, also tatsächlich so ursprüngliche Sachen, die man aber eben dann auch auf eine besondere Art und Weise anrichten kann. Genau, ne? Sind immer die Grundrezepte mit den Zubereitungen. Ja. Und dann natürlich die Variationen. Ja, Ich habe eine verrückte Theorie aufgestellt. Ja. Meine Kochbücher sind ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe lange für Tim Melzer gearbeitet, ich weiß das. Ach so. Und hier... Ja, ich habe immer die Rezepte geschrieben für die Bücher. Ja, jetzt ist mir alles klar. Und jetzt sehen wir hier, aber sieht man sie nie selber kochen. Darf ich fragen, ob das wirklich ihre Hände sind oder ob sie dann da ein Handdubel haben und sie sagen so, ach komm, lass das mal den machen. Also wenn man meinen Bauchumfang vergleicht mit dem, dann muss ich das sein. Sehr gut. Er macht's wirklich. Ja, ja. Genau. So. Also, wir. Entschuldigung. Ja, kein Problem, alles klar. Ja, sehr, sehr gut. Okay, wunderbar. Das heißt, also ich kann auch sehr gut kochen, zum Beispiel Tee. Und weiß wirklich, also ich kann das wirklich nicht besonders gut. Haben Sie schon Leuten Kochen beigebracht, die noch blöder waren als wir beide? Nein, also ich glaube, dass jeder. Nein. Okay. Gute. Okay, aber dann ist natürlich die Frage umso entscheidender. Ja. Die Frage umso entscheidender, was kochen wir denn heute, Herr Lafer? Deutsche Kartoffelpizza mit einer Creme fraiche und Räucherlachs und Salat. Sehr lecker. Klingt gut. Einfach zu machen kann jeder. Ja? Werden wir sehen. Alles klar. Also ich sage jetzt erstmal, da oben ist die Kommandozentrale, ja? Da gibt es Monitore, auf denen Sie dann sehen können, was wir sehen. Wir sind blind, haben hier eine Kamera und gucken also hoffentlich in die richtige Richtung, damit Sie das dann auseinanderhalten können. Wie du das dann da auseinanderhalten kannst. Ah, gut, vielen Dank. Ich bin einfach besser erzogen, als man sollte für ProSieben. Ja? Entschuldigung. Finde ich auch, ganz toll. Okay. Und deswegen sage ich jetzt erstmal, Sie können, du kannst jetzt hier tatsächlich den... Was ist los mit mir? Das ist Ehrfurcht vor jemandem, der wirklich was kann. Entschuldigung. So. Wir haben nicht so oft Leute, die echte Talente haben. Klaas, ob du was kannst, werden wir jetzt ja sehen, oder? Ja, Hansi, du gehst jetzt hoch in dein Kabuff. Ja, genau. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder und hören uns vor allen Dingen. Und deswegen sage ich erstmal viel Spaß, viel Erfolg. Später werden wir dann mal gucken, wer es besser gemacht hat. Derjenige gewinnt nämlich. Wir werden es blind verkosten dann. Ja? Und was ist der Gewinn? Der Gewinn ist, dass einer muss sich übergeben, der andere nicht. Ja? So. Okay, dann möchte ich mir das live anschauen. Okay, ja, bis gleich. So. In Windeseile haben wir uns hier diese Sachen aufgesetzt und so weiter. Und jetzt kann das im Prinzip schon losgehen. Absolut, ich bin fertig. Ja? Herr Lafer, sind Sie auch fertig? Ich muss kurz testen, ob du was siehst. Sorry. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Entschuldigung. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Entschuldige bitte. Ich wollte diesen Test machen, weißt du, aber ich habe vergessen, dass ich selber ja auch nicht sehe. So. Also ihr beide, jetzt geht's los, ja? Okay, gut. Wie viel Zeit haben wir? Ihr beide habt 25 Minuten Zeit und ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Super. Okay. Das heißt, wir machen was? So. Herr Lafer. Joko. Ja. Wie geht's los? Als erstes nimmst du die Kartoffel. Johann. Ja, schäl die Kartoffel bitte. Nimm die Kartoffel. Guck mal, die sind vor dir, links da. Guck mal. Fass die Hände runter. Runter, weiter. Warum sagt mir keiner was? Ich mach jetzt einfach. Klaas. Ja. Hast du die Kartoffel jetzt? Ja, ich hab Kartoffeln. Okay, was mach ich jetzt? So. Schälen. Schön. Beide schälen jetzt. Achso. Kartoffel schälen, komm. Wo ist der Schäler? Der Schäler liegt rechts von dir, rechts rum. Andersrum, rechts. Ich bin Joko, das ist Klaas. Ja, ich weiß, wer Joko ist. Klar, aber Joko. Ich habe den. Rechts, aber ich habe. Ja, das ist der Schäler. Da liegt er doch. Guck mal, da ist er doch. Ja, nimm dir den. Da ist doch der Schäler da. Du hast ihn noch in der Hand. Ja, ich habe den Schäler in der Hand. Ja, richtig. Ja, das ist ich wollte so. Sicher gehen, dass ich. So. Gut, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Klaas, du auch. Beide schälen jetzt. Ja, wir brauchen vier Kartoffeln. Vier? Bist du irre? Ja, wir haben eine große Pfanne. Klaas.
Ja, aber woher weiß ich denn, wann die geschehen sind? Das dauert ja. Ja, du musst sie drehen ab und zu mal. Wenn die, du stehst ja nur auf einer Seite, dreh doch die Kartoffel jetzt. Klaas, dreh die doch. Der schreit so. Ich verstehe dich. Joko, du machst es super. Danke. Gut. Ja, wirklich. Guck mal hier. Jawohl. Joko, weiter. Nächste Kartoffel, komm. Nächste? Ja, wir brauchen 4 Stück. So. Kartoffeln schälen, eine meiner leichtesten Übungen. Boah, ich glaube, ich habe mir gerade eine Fingerkuppe abgeschnitten. Klaas, gut, du machst das super. Hast du die Handschuhe nicht unterwegs? Guck mal. Ja, so. Lass. Joko, noch eine Kartoffel, eine noch. Eine? Ja. Sehr gut, haben wir. So, das reicht so. Komm, die sieht ja keiner so genau, ob die alle geschält sind. Komm. Warum haben wir die denn überhaupt geschält? Gut. So, pass auf, Joko, jetzt bist du hast 4 Kartoffeln jetzt. Ich habe 4 Kartoffeln. Klaas hat auch 4 Kartoffeln jetzt. Ja. Jetzt macht ihr Folgendes, ja? So. Da ist so ein schwarzes Gerät mit so einem Rohr. Guck mal. Johann, sag noch mal, welche Farbe hatte das? Scheiße. Nee. Nee, das auch. Das ist so ein Metallteil hier. Bitte? Joko, so ein Metallteil. Fass runter. Nach vorne, also nicht im Publikum. Jetzt, ja, genau da, das ist es hier. Das Teil. Das hier? Nimm das, ja, genau, nimm das. Okay. So. Und pass auf, Klaas, das Teil hat ein Loch jetzt und dann muss die Kartoffel durchdrehen, ja, dass so Spiralen draus kommen. Ach so, meinst du? Ach so, ja, warte mal, jetzt muss hier rein, da drehen, über genau. Über der Pfanne oder was? Nein, nur so, ins Loch drehen. Wie, wohin denn? Ja, auf der einen Seite. Dann kommt die Kartoffel. Ja, aber das liegt doch dann irgendwo rum. Nein, ja, genau so, jetzt drehen. Das finde ich doch nie wieder. Genau, perfekt, so muss das machen. Und alle 4 Kartoffeln auf einmal, aber nicht auf die Schale, sondern wenn es geht, auf irgendwo daneben, sonst ist alles Gemisch. Blöd, Mann, das geht so nicht. Geh auf die andere Seite rüber. Hast du mich gerade Blödmann genannt? Geh auf die rechte Seite, da ist ein Teller. Von dir aus gesehen rechts. Ja, kann man mir auch mal sagen, ne? So. Joko, guck mal, das Waschbecken, das ist falsch, da nicht reinreiben. Geh auf die andere Seite, komm. Was machst du denn am Waschbecken? Ich bin doch gar nicht am Waschbecken. Doch, das Waschbecken. Sag mal, ich hab mich doch gar nicht bewegt. Bin ich am Waschbecken? Ja. Ja. Du musst das schwarze Teil nehmen und die Kartoffel reiben. Aber hier ist doch kein Waschbecken. Joko, bitte reib die Kartoffel jetzt. Hä? Ja, genau. Das ist schon ein bisschen was. Wo ist der Teller jetzt eigentlich? Du hast doch die ganze Zeit redest. Der Teller ist weiter links von dir. Ach so. Da, ja. Fass runter. Gut, also das Zeug da jetzt da drauf. Okay, ja. Genau, Klaas. Da drauf reiben wir jetzt. Ja. Gut. Joko, wo bist du eigentlich? Hier bin ich. Hallo. Was machst du? Geh mal mit der Kamera bitte nach unten. Ich sehe nichts, ich sehe nur deine Hände. Ja, perfekt. Pfanne einschalten und Fett reinmachen, und zwar Butterschmalz. Warum mach? Ja, jetzt die Pfanne genau einschalten, die richtige Platte. Ja, wie weiß ich das denn? Ja, probier, mach einfach, mach beide an, ich weiß auch nicht, welche richtige einfach ist. Guck mal, kannst du mal. Mach beide an, ist egal jetzt, komm, kannst beide. Kannst du mal kurz, siehst du das bei mir hier gerade? Nein, du musst den Kopf weiter hochheben. So, weiter vor. Jetzt sehe ich das, genau. Wo ist das? Guck mal, ist da was an? Du, beide rechts drehen, komplett Vollgas andrehen, beide rechts. Ich mach das einfach auch, Man kann die so lange drehen, da gibt's keine links und rechts, die enden nie. Ach du meine Güte, dann versuch mal so ungefähr nach Gefühl die Mitte zu finden. Ich glaube, die hat Temperatur. Klaas, du musst die Kartoffel aus der Pfanne raustun. Die Kartoffel raustun was, jetzt. Was muss ich da reinmachen? Und jetzt machst du Butterschmalz rein. Butterschmalz. Ja, da war ich schon dabei. Hab ich schon gefunden alles. Wo ist Butterschmalz? Das ist beim Joko, das ist Butterschmalz. Ja, genau. Ja. Richtig, ja, rein damit, komm. Wo hab ich's? Nimm die Finger dafür einfach, komm. So. Ja, rein, in die Pfanne. Ja. Du hast getroffen, das passt. Genau, hat getroffen, ja. Zwar am Rand, aber gut. Gut, ne? So, jetzt nimmst du, Joko, die Creme Fraiche. Cool. Geh mal bitte zum Kühlschrank. Geh jetzt nach hinten geradeaus, geh mal. Sag mal, krieg ich auch mal eine Ansage? Guck mal, bei mir läuft das sehr gut, aber ich werde hier allein gelassen. Nee, ist das legal. Der Kühlschrank hat eine Tür, Joko. Ja, okay, aber ich... Herr Lafa, ganz kurz, ich sehe nichts. Ja. Jetzt die Tür aufmachen. So, und jetzt guck mal, da ist unten Salat und weiter in die Mitte fassen. Nimm die Schüssel raus, das ist der Salat. Ja, aber den brauche ich den? Ja, auch, später, aber nimm die schon mal mit. Bleib noch beim Kühlschrank stehen, bleib stehen. Bleib stehen beim Kühlschrank, bleib stehen. Ich stehe. Jetzt die Hand wieder zum Kühlschrank, zurück. Andere Seite, dreh dich um. Du stehst falsch. So, jetzt. Oben drüber ist der Lachs, fass mal den Lachs an, bitte. Da, ja genau, der Lachs. Nimm den raus, die Platte. So, wo ist die Creme Fraiche? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Sag mal,
Die ist ganz oben im Kühlschrank. Was mach ich? Ich hab beide Hände voll, Herr Lafer. Jetzt geh mal vor, stell es da vorne hin. Wollt ihr was abnehmen? Ja, ja. Nimm mal den Lachs. Stell mal da vorne hin, komm. Joko, geh nach vor. So, geh wieder zurück, bitte. Geh zurück. Ganz nach oben greifen. Weiter oben. Weiter oben. Brille nach oben. Ich sehe nichts. Kopf nach höher. Ja, genau. Das ist die Creme Fraiche. Raus damit. Raus damit. Jawohl. Gut so. Ja, stell's da hin. Nein. Nein. Sag mal, bist du beklopft oder was? Was denn? Sie haben gesagt, Entschuldigung, Sie haben gesagt, ich soll das holen. Ja, lass stehen so jetzt, alles klar. Ich hol jetzt auch was. Geh bitte vor dem Tresen rum und sammel den Salat, der ist auf den Boden gefallen. Geh bitte vor dem Tresen. Oh. Joko, man darf den Kühlschrank nicht so lange auflassen. Geh rum. Geh rum und halt dich fest an der Ecke. So, jetzt knie dich dann hin. Geh weiter vor, geh weiter vor. Geh weiter vor, weiter vor. Jetzt knie dich hin am Boden und fühl, da ist was am Boden. Fühl mal. Also, ich weiß nicht, was Sie denken, wie groß ich bin, aber ich knie bereits. Joko, knie dich hin, knie dich am Boden. Johann, eine Frage zwischen. Johann. Vor dir ist Salat. Guck mal, vor dir ist Salat. Eine Frage zwischendurch. Da ist die Schüssel, rechts. Johann! Eine Frage zwischendurch. Ja. Ich bin jetzt hier seit geraumer Zeit am Kühlschrank. Kann es sein, dass es nur einen Creme Fraiche gibt? Ja, es gibt nur eine, du warst so langsam. Du sagst nichts. So, also. Joko, hast du den Salat jetzt? Hast du ihn wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Schüssel, ich weiß nicht, ob der Salat ist gut so, alles klar, sehr gut.